Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier bei Cattle & Cops. Ja, ich fahre jetzt weiter mit der Arbeit und wir fahren unsere Ernte zumal erstmal ins eigene Lager, ne? Weil da will ich alles sammeln und später bei Gelegenheit dann herverkaufen. Aller Ruhe. Jetzt muss ich sehen, dass ich da relativ schnell die Ernte durchziehe. Das heißt, wir müssen die noch drei Felder ernten. Nicht zwei und drei, also das große Feld, die 3 ist glaube ich fertig, die 4 noch nicht und 5 und 7 bin ich gerade bei. Dann mache ich beides zusammen. Nur wenn der Anhänger so klein, dann muss ich öfters fahren, ne? Oh. Bin abbremsen. Natürlich zugemacht. Gut. Warm rüber. Ist ja auch warm genug, ne? Auf jeden Fall, ne? Ja, 13 Grad ist schon kalt, ne? Ich muss hier den Dope wegholen, Erkältung oder sowas, ne? Aber leicht hier zu machen. Vorne die Frontscheibe. So. Zack. Oh, die auch zu. Ja. Das geht nicht. Viel zu gefährlich. Hauptgrund für eine Erkältung ist meistens Durchzug, ne? Und zu kalt. Unterkühlung ist immer schlecht in der Beziehung. Auch wenn die Sonne lacht. Schwitzen bei der Arbeit und dann nachher. Ein Taktor und Durchzug, ne? Das ist ungünstig. War schon gut, du bist nicht. Und der Hund ist wieder am. Das war schon neulich. Ja, pass auf mein Rocken, ne? Ich kann das nicht beeinflussen, der Hund jetzt und Taktor läuft. Das sehe ich ja nun nicht mehr. So geht Licht an, das ist Wahnsinn. Bewegungsmelder haben wir auch. So. Bremse. Hier mal Getreidelager 2. Und Start. Geht ziemlich zügig. Geht hinten auf. Kippt da ab. Füße von leer. Mal ganz schnell in Richtung Feld fahren, die Erde weiter machen können. Und den Drescher muss ich um 10 Uhr abgegeben haben. Das haben wir schon 8. Heißt Gas geben. Ein bisschen zu knapp kalkuliert. Aber hier müssen wir auf Geld aufpassen, wir haben nicht viel. Deswegen ist es ja hier Rechenkunst angesagt, ne? Anführungszeichen. Wenn wir den eigenen Drescher haben, ist es egal, da können wir das nachher. Aber wie gesagt, dann muss sich auch lohnen. Für die kleinen Flächen, da kann man, ja, da braucht man sich keinen Drescher kaufen. Normalerweise habe ich schon so viel mit 2 Traktoren, aber links, rechts ist. Rechts zahlt die Versicherung. Links zahle ich und rechts die Versicherung. Jo, weiter geht's, ne? Im Grunde müsste ich einen größeren Traktor haben, der auch flügen könnte. Der kann es nicht, der von Gewicht ist ein kleiner Flug, ne? Mit einem kleinen Flug, da wäre man nicht glücklich. Beziehungsweise allgemein dauert zu lange. Da kriege ich ja keine für die Folgen, da wird ja nichts, ne? Gruppe hat schon einen Krampf. Aber wie gesagt, das ist. Ja, der war voll, deswegen muss ich ja immer. Ja. Das heißt, sie werden nicht viel fahren können, ne? So. Bremse.
C. Kurz ausmachen. Tür auf. Aussteigen. Wir müssen hier den Drescher leer machen. Zack. Und gleich wieder zumachen. So, der ist voll und das war gut, damit wir weiterfahren können. C. Starten wir sowieso. Der Sprit wird hier auch knapp. Ne, da. So. Da kein Tastaturbefehl. Das wäre ideal, ne? 5, 6. Ne. Müsste man sich irgendwie müsste vielleicht wieder zurückfahren und da unten weitermachen, ne? Ja, Sprit ist auch. Müsste praktisch mit 42 Liter, da wird eng. Da wird nicht reichen. Da wird man hochfahren müssen. Bisschen nachtanken. Der Hänger könnte ein bisschen größer sein, ne? Oder wenn ein zweiten dazu, geht dann ein zweiter? Zweiter glaube ich nicht. Zweiten könnten wir auch, ja, das wäre eine Option. Mal sehen, ob wir das Geld dafür sparen, ne? Oh, zurück. Fährt nur 5 Stunden oder 7. Das kriege ich hin. Das sind 3, 4 und 5 die Felder. Ne, 3, 4, 5 und 7. Aber 5 und 7 die beiden Felder rechts. Wo haben wir aufgehört? Ich habe mich gestern. Aber da fangen wir vorne an. Irgendwo haben wir garantiert aufgehört. Lenkung. Spur. Alles klar, logisch. Ist ja aktiviert. Spur. Nur die Lenkung muss man halt aktivieren, ne? Wir lassen per GPS steuern. Mal gucken, ob die Geschwindigkeit ist ungefähr bei 10 km/h sind. Ne? Tempomat ist leider ein bisschen ungünstig, da mal 6 und 15. Und 15 ist echt zu schnell. Also unten die Leiste, das könnte sein, dass man da vielleicht jemanden rufen könnte. Ne? Aber aktuell haben wir ein Mannbetrieb und muss Gas wegnehmen. Und da. Das habe ich geahnt. Da habe ich schon was gesehen, wo ich aufgehört habe, ne? Leider zeigt er ja nicht so. Von der Grafik her ist etwas. Kommt spät die Umstellung, ne? Ich möchte aber auch nicht so viel geben, weil das recht warm wird hier. Aktivieren wir O. Und da geht mal wieder los.
Ja, rocken, mal sehen, ne? Weiß jetzt, ob wir das irgendwann tellern müssen, irgendwann. Und ein bisschen stehen lassen. Jetzt haben wir Juli. Ja, die Aussaat vor November auf keinen Fall. Na, also pflügen muss ich sehen, was ich verdienen kann wegen den starken Traktor. Sieht eher noch danach aus, ob nicht leisten können, ne? Mit pflügen. Eher der Fall, dass wir da mit Gas weggenommen. Nur noch schneller, geht bergab, ne? Ach, da haben wir auch die Anzeige mit 12, okay. Immer auf Digitalanzeige und die Zeit, wie lange wir den Treffer schon haben. 1 Stunde 38. Wir fahren jetzt hier auch geradeaus. Dann brauchen wir nicht extra wenden, ne? Ist da oben ein Reh? Da oben ist ein Reh. Das kann man so nicht sehen jetzt, so im Schatten. Ja, wir haben Besuch. Mal ein Foto. Ich lasse mal unten das Gebiss. Schneidwerk. Da drin steht eh nur Getreide. Kein Gras. Ich weiß nicht, wieso die CPU so warm wird. Ne? Keine Ahnung, was er da im Hintergrund berechnet. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wieder so schnell. Hier kommt nicht so viel rüber, also hier ein bisschen wenig gedüngt, glaube ich. Also nächstes Jahr besser werden. Das war auch teilweise schwierig, weil es fehlt ja Phosphat komplett. Und mit dem Düngerstreuer war nicht ganz so einfach. Wollte einlagern, war kein Platz mehr gewesen. Und dann musste ich immer umstellen und mit eines verarbeiten. Dann halt so, ne? Mal schauen, was nächstes Jahr hier ernten. Wie viel? Ja. Ja, im März kommt ja ein Update, ne? Ein größeres angeblich. Wann genau? Da weiß ich nicht. März ist ja ein langer Zeitraum, ne? Von 31 Tagen. Da kann viel passieren, ne? Eigentlich muss man erst auf dem Feld die Vorgewände fahren, ne? Dass wir nicht durch Sträucher nicht müssten, ne? Aber bei den kleinen Feldern, das ist ja nicht lustig, ne? Also ja, jetzt wird eigentlich noch warm. Auch die Grafikkarte wird warm, ne? Statt Computer streicheln. Ich weiß gar nicht, wieso das hier extrem so viel Power braucht. Ist da nur ein Landwirtschaftler? Ne, Quatsch. Ja. Kein Shooter-Spiel, ne? Achtung! Achtungszeichen! Gucken wir gleich nach, garantiert wegen Sprit. Ich möchte aber auch nicht tanken, das kostet Zeit. Und wenn ich die Zeit. Achso, Benzintank fast leer. Kein Benzin mehr, sollte es bald tanken. Also grundsätzlich, die Fahrzeuge haben kein Benzin. Ich weiß nicht, wo sie die Funktion her haben. Die Geräte fahren eigentlich, soweit ich weiß, alle mit Diesel. Es kann auch sein, dass andere Motoren dabei sind. Schließe ich mal nicht aus.
Aber ich glaube eher nicht, dass es nur Diesel ist, ne? 9000. Müsste ich mal schauen, dass wir gleich abtanken, ne? Ja, machen wir mal. Lenkung ausschalten. Sonst spinnt. Ja, ja, fällt mir gerade was ein. Der spinnt, spinnt. Der Schrank. Mit Telefon. Stellt ihn vor, der spinnt. Kommt und setzt an. Ja. Ja, das sind die Wörter, die man auch zweideutig werten könnte, ne? So. Was ist nun los? Nun was verrückt. Junge, mach mir nicht wuschig, dafür habe ich keine Zeit. Der Sprit wird knapp. Und wir haben verbraucht jetzt hin wieder, das müsste reichen normalerweise. Das sollte reichen. Wir werden noch nicht ganz alles reinbekommen. 18.000 gehen rein. Aber einen zweiten Anhänger, das wäre eine gute Idee. Da sparen wir schon ein bisschen Fahrzeit. Beim nächsten Mal, ne? Anhänger kostet. Der kostet 35.000. 18 Kubik. Und der, wo ich den nie gekauft. Ja, hätten wir kaufen können, ne? Das ist ja für Häcksel gut, glaube ich. Viehtransport, Strohanhänger für Mais, tiefenlockere Gruppe. Das ist eine Gruppe. Die Arbeitspreis ist für mich entscheidend. Achso, hier. Breite 6 Meter. Hätte ich gerne ein bisschen mehr. Gut. Ich schweife ab. So, CC. Wo ist C? Achso. Und ausschalten. So, die Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Ja, morgen geht's hier weiter. Dann fahren wir unser Getreide Richtung Hof rocken. Ne? Tschüss.